die Rache beginnt. Hey Lincoln, wir sollten losfahren. Okay. Einsteigen. Komm schon. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du den XM-21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig, es anders zu sehen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hop... Warum springt er die scheiß Karre nicht an? Wo willst du hin? Na endlich! Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Und verdammtes Glück hatte er. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Ja, und ich fahre jetzt über Rot. Und den Cops interessiert es null. Echt. Aber egal. Wow, da drüben sind ja richtig viele Cops. Das ist das Polizeirevier, ha? Scheint so. Also gut. Dann fahren wir zu Sammys Bar. Die wahrscheinlich wieder neu renoviert wurde. Oder vielleicht auch ganz verlassen ist. Wer weiß, wir werden sehen. Ja, ja, hupt jemand anders an. Schon krass. Im Kopf geschossen wurde. Lincoln und er lebt noch immer. Echt irgendwo ein Schutzengel. Und Glück hatte er dann. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Okay. Viel Spaß. Schön, dich zu sehen. Sammys Bar ist zu. Vielleicht der Hintereingang. Vielleicht komme ich hier irgendwie rein. Ah, ein Fenster ist offen. Ja. Okay. Meine Sachen müssen hier irgendwo sein. Oh. Oh nein. Bilder vom Abend kommen zurück. Willkommen daheim, mein Junge. Verdammte Dreckschweine. Seine Karre ist der Hammer. Bastarde. Ich will dich, Herr Chef von Hollow. Scheiße. Was zum Geier zu dir? Oh Mann, überall.
Überall ist das Blut. Man hat nichts weggeputzt, obwohl es gebrannt hat. Ich muss irgendwie nach unten. Woher hat er jetzt die Lampe? Na, egal. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgesteckert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Okay, Kampfmesser. Benutzt das Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Oh yeah, jetzt wird Lincoln richtig böse. Oh, was haben wir denn hier? Draußen im Kampf wird alles Geld, was du erbeutest, in deine Brieftasche verwahrt. Aber wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil von deinem Geld. Deswegen musst du es im Safe bunkern. Ah ja. Okay. Verstehe. Was war das? Ich habe was gehört. Kam das von oben? Hier unten hat das Feuer keinen Schaden angerichtet. Ja? Okay. Oh, ein Wagen. Boah, dann nehme ich den gleich mal mit. Hey, Vorsicht, Mann. Okay. Wo hat er denn eingecheckt? Hier ist das Motel. Ja, ja. Fahr ich darüber. Diese Karre, Alter. Okay, dann. Da steht. Okay, dann packe ich einfach mal hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wem das Auto gehört, aber ist der gleiche Wagen. Nee, doch nicht. Wollte gerade sagen, ist der gleiche Wagen nur in Blau, aber ist doch nicht der gleiche Wagen. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Wacker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Wacker ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Okay. Dann ran ans Werk.
Okay. Wie in alten Zeiten. Warte auf die Haitianer. Der Weg allein... Was? Der Weg allen Fleisches. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich mehrere Sachen. Wie in alten Zeiten haben wir... Was ist das? Okay, das ist wahrscheinlich John Donovan. Und hier ist dann auch Vater James. Okay, da sind wir vorher ja das aus der Kirche rausgekommen. Ja gut, dann machen wir als erstes das, ne? Steigen in den Wagen. Aber wir nehmen diesen hier. Obwohl, nachher springt der wieder nicht an. Oh nein, nicht klauen. Okay. Ach, diesmal springt der gleich an, Scheißkarre. Okay, jetzt müssen wir. Auf geht's. Wie in alten Zeiten. Legen wir ein paar Haitianer um. Wow! Entschuldigung. Okay. Wow! Okay, lassen wir den Wagen einfach hier stehen. Und setzen uns hier drauf. Und warten.